Willkommen zum RaceBets Podcast 2.0. Wir haben den Sieger. Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 134, jetzt auch in Bildern. Und das lohnt sich heute besonders, denn ich stehe hier, ihr könnt das sehen, vor der Box von Deutschlands vierbeinigen Superstar, vor der Box von Torquato Tasso. Zweimal Galopper des Jahres ist er schon und ihr wisst natürlich alle weshalb. Den großen Preis von Baden hat er im letzten Jahr gewonnen und das soll er, wenn möglich, am Sonntag auch wieder tun mit Frankie Dettori im Sattel. Und dann natürlich den Arc-Erfolg wiederholen, den er im letzten Jahr bei der 100. Auflage dieses prestigeträchtigen Rennens ja so sensationell geschafft hat. Damals mit René Picholek im Sattel. Es sind also noch zwei große Aufgaben, die auf Torquato Tasso Deutschland da warten. Wir zeigen heute ein bisschen, wie er hier trainiert wird, wie es ihm hier geht. Und natürlich hören wir Stimmen über ihn von seinem ständigen Arbeitsleiter Miguel Lopez und von seinem Trainer Marcel Weiß. Die Themen der Woche. Alter Räuber, du alter Räuber. Unsere Interviewgäste sind Trainer Marcel Weiß in Mülheim. Mit dem Kriegsel-Stack ging es aber auch Spaß dann, ne? Ja, ich glaube, der braucht einen guten Deckingswerter. Und Miguel Lopez, der ständige Arbeitsreiter von Torquato Tasso, der erzählt uns, was der sonst noch so alles drauf hat, außer schnell zu laufen. Wir haben natürlich auch schöne Trainingsimpressionen für euch. Und hier ist ein erster Vorgeschmack auf unsere Wettexpertenrunde. Marcel Weiß ist auch wieder dabei. Ich begrüße meine beiden Wettexperten, Christian Jungfleisch in Querschnitt. Hallo Christian. Hallo zusammen. Und Andreas Sauren in Brühl. Hallo. Ja, hallo alle. Und natürlich sage ich auch nochmal Hallo zu Marcel Weiß, jetzt in Baden-Baden. Hallo Marcel. Hallo zusammen. Das sagen die Aktiven. Früh aufstehen für einen großen Superstar, der hier wohnt. Guten Morgen. Ach, erstmal morgen Gymnastik machen, ja? Ja, guten Morgen, Marcel. Morgen. Das erste Lot ist draußen. Ja. Und danach kommt derjenige, weshalb ich gekommen bin, ne? Als nächstes Lot. Genau, im zweiten Lot. Ne? Ja, Sonne geht gerade auf. Aber ihr fangt schon ein bisschen später an. Also der Sommer verabschiedet sich langsam. Ja, wir fangen deswegen aber noch nicht später an. Es wird wahrscheinlich erst in 4 Wochen sein, weil dann ist es morgen schon sehr dunkel und dann sieht man ja auch nicht mehr so gut und dann werden wir ein bisschen später anfangen. Ja, leider verabschiedet sich der Sommer, ja. Also lieber Sommer als Winter? Dann von den Gegebenheiten her... vom Sonnenaufgang her und von den Temperaturen. Ja, aber vom Boden her, dadurch, dass wir leider so wenig Regen haben, wird der Herbst dann doch ein bisschen für die Pferde angenehmer sein. Das erste Lot kommt nach Hause in den Stall, wo ein anderer schon ungeduldig wartet. Ein bildhübscher Fuchs, 5 Jahre alt, sein Name Torquato Tasso. Da ist die Lottafel. Und da sieht man Torquato Tasso im zweiten Lot. Ja, hier sind wir in der Sattelkammer und Miguel Lopez ist da, der ständige Reiter von Torquato Tasso. Du kennst ihn, glaube ich, mit am besten, genauso wie der Trainer, ne? Ja, ich bin auch schon seit er hier ist, also 2-jährig. Und der kriegt jetzt extra sein eigenes Zeug hier. Genau. Hat jedes Pferd das eigene? Nein. Nur Torquato Tasso, also der... Ja, also ist ja schon ein bisschen speziell, oder? Das sticht ein bisschen aus der Menge. Darf man was extra machen. Also hat sein eigenes... Alles... Auch einen eigenen Sattel? Nein, dann nimmst du deinen normalen. Das große Plakat vom großen Erfolg im Bridelag, der Triumph ist unübersehbar. Jetzt noch einmal frisches Wasser, dann kann es losgehen mit der Morgentoilette.
Ach, ist da noch jemand müde? Hat eben gegähnt. Das Pferd erstmal anbinden, sicher ist sicher. Dann beginnt's mit der Pediküre. Die Hufe werden ausgekratzt. Miguel, vor 2 Jahren war ich schon mal hier. Damals war er nur 2. im Derby. Da hat man schon gedacht, okay, das ist ein gutes Pferd. Aber was sich jetzt in den letzten 2 Jahren entwickelt hat, schon ein Traum, oder? Definitiv. Also der Derby 2. war ja schon super. Und dann ist es dann nach oben. Du bist einer derjenigen, der ihn wirklich am besten kennt. Beschreib ihn mal. Er hat sehr starken Charakter. Er ist auch gleich 2-jährig aufgefallen. Ein bisschen spezieller. Au. Das gehört dazu, ja? Ja. Normal kann jeder. Doc, Bator, Tasso glänzt nach dem abgerissenen Zerball wie eine Schmeckschwarte. Aber der Spaßfaktor für den Reiter, naja. Der ist auf dem Wagen auf, hat er super schön galoppiert. Ja. Welchen Anteil hast du da dran? Du hast ja einmal eine längere Pause machen müssen, weil du verletzt warst. Leider, ja. 8 Monate. 8 Monate, ja. Und da hat er ja einen Start gehabt, da hat man gedacht, naja, das war nicht so gut, aber das ist ja auch typisch für ihn. Gut, erste Jahresstart. Das ist immer so, ja? Das ist ja leider auch immer ein Rennen, um in den richtigen Schwung zu kommen. Und dann der Start ist ja direkt da. Denn nach dem Sensationssieg im Arc schaute die ganze Welt nach Torquato Tasso, bei dessen Saisondebüt in diesem Jahr. Und dann der große Preis der badischen Wirtschaft und Torquato Tasso Flügeljahr. Dann kam der große Hansa-Preis, alles wieder gut. Doch was interessiert es ihn? Wo steht das hier? Oh, nein, die Krippe. Jetzt nimmt er hier seine Krippe gleich auseinander. Ja. Essen gibt es erst nachher, ne? Oder hat er schon was? Ja, schon Stehfutter. Wie ist das, wenn der losgaloppiert? Ist das anders als bei anderen Pferden? Ja, es ist schön. Der galoppiert einfach wunderschön, ganz leicht. Und jetzt hat die Klasse, die er hat. Also das fühlt sich schon ein bisschen anders an als auf anderen Pferden? Ja. Hier geht noch alles viel leichter. So, jetzt wirst du schön gemacht. Und die Frisur muss vorne und hinten stimmen. Aber es gibt nicht nur Tassolino im Stall, sondern noch 49 andere Pferde. Hier ist zum Beispiel Loft. Ja. Du guckst dir jedes Pferd wahrscheinlich nicht nur einmal an am Morgen, ne? Ja gut, morgens sehe ich sowieso jedes Pferd, bevor es geritten wird. Und dann unterm Reiter später nochmal vorher an der Führmaschine. Also man sieht jedes Pferd mehrmals am Tag. Ja. Die gehen vorher auch schon einmal in die Führmaschine? Nicht alle Pferde, aber viele, ja. Das hat ja dein Vorgänger auch gemacht, ne? Der hat immer gesagt, die müssen erstmal einmal so ein bisschen laufen und dann müssen sie einmal erstmal Pipi machen, bevor sie dann richtig arbeiten. Ja, für Bewegung ist sowieso gut für jedes Pferd und deswegen versuchen wir so viel wie möglich, dass die Pferde noch rauskommen. Nachmittags kommen sie auch nochmal an die Maschine. Auch nicht alle, aber immer ausgewählte Pferde. Und Bewegung ist das A und O für ein Rennpferd. Ne? Weil die stehen eh schon zu lange in der Box rum und deswegen muss man versuchen, dem noch gerecht zu werden. Zurück zu Torquato Tasso. Sattel ist drauf. Und es geht gleich raus. Der hat aber schon Bock da drauf, ne? Ja.
Der Trainer wirft den Jockey höchstpersönlich in den Sattel. Jetzt geht's los mit der alltäglichen Morgenarbeit. Nächste Station, Reithalle. Es geht im Schritt los. Aufwärme ist die Devise. Torquato Tasso an Position 2. Und das hier ist Loft. Nächstes Ziel, Melbourne Cup. Der Trainer mittendrin. Er schaut sich jedes Pferd an. Das ist Torquato Tasso. Ja, so geht das Training erstmal los. Die waren schon in der Führmaschine, einige davon. Und jetzt wird erstmal im Schritt geguckt, ob alles in Ordnung ist auch. Richtig. Ne? Und ein bisschen allererstes Aufwärmen. Da haben wir Torquato Tasso und dann noch ein Superstar. Einen großen Sieger in Amerika, Loft. Genau. Ja, schon ein tolles Lot, ne? Auf jeden Fall. Schön, so eine Pferde haben zu dürfen und trainieren zu dürfen. Das macht Freude. Jetzt geht's raus zum Trabring. Ja. In Mülheim ist einiges los. Man trifft die Pferde der anderen Kollegen. Es geht zum Trabring. Morgen. Morgen. Gratuliere, Anna. Ja, deine wertvollste Mannschaft da, die jetzt unterwegs ist, die Mannschaft auf vier Beinen. Sonntag ist nochmal ein ganz besonderes Rennen für Torquato Tasso. Er ist Titelverteidiger, großer Preis von Baden. Ist das jetzt in diesem Jahr, das ist ja sein letztes auf der Rennbahn, ein bisschen schwieriger? Schwieriger will ich nicht sagen, die Erwartung, der Druck ist etwas größer. Ich meine, Torquato Tasso muss niemand mehr was beweisen, aber wir wollen natürlich schon mit ihm nochmal sehr erfolgreich sein und bis jetzt läuft alles nach Plan. Heißt nicht, dass es leichter wird für ihn, aber Es ist anders, weil wir haben den großen Preis von Baden schon gewonnen. Wir waren in Paris sehr erfolgreich gewesen und deswegen ist es alles ein bisschen, steht alles ein bisschen unter einem anderen Stern. Ja, vor 2 Jahren hast du als Trainer hier so richtig angefangen. Ich habe mal damals gesagt, Torquato Tasso wäre dein erster Starter gewesen. Das stimmt nicht, ich bin da verbessert worden. Du hattest vorher schon einen im Winter, irgendwo in Mülheim, Weihnachten oder so. Richtig, das war Lidian gewesen. Genau. Und Torquato Tasso war dein zweiter Starter, den du auf der Bahn rausgebracht hast. Er war in dem Jahr der erste Starter, genau. Ja. Das ist eigentlich unvorstellbar, oder? So als Trainer zu starten mit so einem Pferd, das ist ja ein Pferd, davon haben wir vielleicht in Deutschland insgesamt nur 10 gehabt. Vor der Klasse. Ja. Morgen. Ja, der ist nach wie vor unglaublich, dieses Pferd. Und ich bin so dankbar, dass ich dieses Pferd weiter trainieren dürfte, dass man mir da wirklich Vertrauen geschenkt hat bis jetzt. Und Torquato Tasso hat uns keinsterweise enttäuscht. Vielleicht beim ersten Jahresstart viele seiner Anhänger, aber da müssen die durch. Da warst du auch so ein bisschen, das habe ich gar nicht geschrieben, aber stand in Turf Times, der König ist tot, es lebe der König, als alter Adler dann gewonnen hatte. Das fandst du nicht so witzig, ne? Nein, das war, es war schon so ganz schön mit dem Knüppel aus dem Sack. Weil wir wussten eigentlich, dass der erste Jahresstart, dass wir von Torquato Tasso nicht allzu viel erwarten. Brauchen ist jetzt das schlechte, falsche Wort, dürfen, weil er hat es die Jahre zuvor gezeigt, dass er diesen Start braucht und deswegen waren wir jetzt nicht ganz so übermotiviert in Baden beim ersten Start, weil wir haben gesagt, ist er halt da, wo er hinläuft, da läuft er hin. Für viele war es sehr enttäuschend gewesen, kann ich nachvollziehen, aber so ist er halt und den kann man da auch nicht umkehren und bei ihm ist es ja so, er hat in der Saison, über die Saison verteilt seine Ziele, steigert sich von Start zu Start und deswegen war der erste Jahresstart eigentlich immer nur wie ein besser bezahlter Galopp.
Aber die Aufmerksamkeit war halt da. Gäste aus Japan, die ihn schon für den Japan Cup haben wollten. Die internationale Presse interessiert sich für den. Also man steht im Fokus. Du kannst hier nicht mehr so in Mülheim so für dich was alleine machen. Damals, vor 2 Jahren, waren wir, glaube ich, die Ersten hier im Stall, ja, das stimmt, die da waren. Das sieht jetzt anders aus. Ja, es ist die Aufmerksamkeit des weltweit. Dank Torquato Tasso, Loft hat auch etwas dazu beigetragen. Natürlich sehr, sehr immens geworden. Und ihr seid regelmäßig hier, die englische Presse, die französische Presse ist nach wie vor, fragen auch immer nach, wie es ihm geht. Und die kommen uns auch besuchen. Und es ist alles dank Torquato Tasso. Jetzt neigt sich die Karriere schon so ein bisschen dem Ende entgegen. Also er wird zweimal sicher laufen. Vielleicht ja, noch ein drittes Mal, das weiß man nicht. Ist man da schon so ein bisschen wehmütig? Weiß man schon, den hast du jetzt noch so 2 Monate im Stall und dann geht es Richtung Leckhengs Karriere. Also ihm wird es dann sicherlich auch sehr gut gehen, aber wie geht's dir? Wehmut ist mit Sicherheit dabei, aber da haben wir jetzt noch keine Zeit dran zu denken. Wir haben noch 2 Aufgaben für ihn, über die dritte sprechen wir noch, aber definitiv sind erstmal nur die 2 Aufgaben vorgesehen und dann soll er in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen und ich hoffe, dass er ein sehr erfolgreicher Deckhengst wird. Wir freuen uns alle für ihn und dass er dem deutschen Rennsport in dem Sinne erhalten bleibt. Vom Trabring aus geht es nun Richtung Rennbahn. Den kennen wir schon. Wir erleben das Training hier fast in Echtzeit. Es ist nicht so, dass die Pferde stundenlang unterwegs sind und wie ein Marathonläufer trainieren müssen. Es geht jetzt hier nur eine knappe Runde im Galopp. Los geht's. Hier sehen wir Torquato Tasso schon fast am Ende der Runde, eingefangen nur mit dem Handy. Und das Ganze als One-Woman-Show. Am Ende vom Tag ist er hier in Position 2 ein bisschen zu schnell für uns. Aber da haben wir ihn wieder. Ja, zufrieden? Ja, alles im grünen Bereich. Also du kennst ihn so gut, dann weißt du, dass jeden Mucks, den er macht, du kennst ihn in- und auswendig. Ja. Er hat eigentlich im Grundtraining noch nie, außer zweijährig, aber ab dreijährig nie eine schlechte Trainingseinheit hingelegt. Kenne ich gar nicht von ihm. Ne? Der hat richtig Bock drauf, ne? Ja. Also wenn es rausgeht, das merkt man, dass ja, er da Lust zu hat. Er ist als Rennpferd geboren und hat das Herz am richtigen Fleck und das zeigt er eigentlich bei jedem Start, außer seinem ersten Jahresstart. Ja, da muss er erstmal wieder sich dran gewöhnen, dass er jetzt ein bisschen Rennen laufen muss nach dem Winter. Kurzer Break im Interview. Im Lot ist eben nicht nur ein Pferd unterwegs. Jetzt der große Preis von Baden. Das ist nicht sein erster Start. Er ist Titelverteidiger, aber es ist sogar jetzt schon das dritte Mal. Also so viele Pferde gibt es auch nicht, die das schaffen, oder? Nee, es ist unglaublich. Dritte Mal, dass wir in diesem Rennen mit Torquato antreten. Ich glaube, das haben auch noch nicht viele Pferde geschafft. Haben wir jetzt Luft? Ja. Na, der dritte Start wird das sein jetzt und das freut mich sehr, dass wir wieder diesen Weg mit ihm gehen können. Und also wie gesagt, dritte Mal in diesem Rennen mit dem gleichen Pferd anzutreten, ich glaube, das schafft man in seiner Karriere als Trainer auch nicht so oft. Weil deine Karriere ist noch relativ jung. Wir haben hier vor 2 Jahren gestanden. Da war er gerade mal, sage ich, Zweiter im Derby. Das war ja überhaupt dieses Wochenende. Da hast du ja vorher die Gruppensiegerin gehabt, Virginia Joy. Das war so ein bisschen dein Durchbruch. Die Saison fing ja Corona-bedingt auch sehr verhalten an. Ja, Virginia Joy war der erste Gruppesieg. Das war schon ein toller Einstand. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, und dann hatten wir eine sehr erfolgreiche große Woche gehabt. Rainer Moore gewann das Zukunftsrennen. Virginia Joy war platziert gewesen im Grupperennen und Torquato Tasso war auch platziert in dem großen Preis von Baden, wo der Rennverlauf überhaupt nicht. Wollen wir mal hingehen und denen entgegengehen? Also nochmal der große Preis von Baden 2020, Torquato Tasso. Ja, da war der Rennverlauf überhaupt nicht für ihn gewesen. War überhaupt gar kein Tempo gewesen und aus der Position hinten raus konnte er leider auch nicht mehr viel bewirken. Das haben die Engländer, das habe ich ja damals schon gesagt, wirklich gut ausgetüftet und haben uns schön vorgeführt. Ja, aber ihr habt auch dazugelernt und vor allem, er hat seinen kongenialen Partner gefunden mit René, der ihn ja auch in- und auswendig kennt. Und ich sag mal, diese Moment, da haben wir ihn erstmal. Man muss immer laufen hier bei euch, ne? Ja, das ist normal. Wie viele Kilometer hast du so am Tag? 25 bis 30 werden es bestimmt sein. Oh. Oh. Das war jetzt der Vogel, ne? Ja. Bleibt dann da immer so ein bisschen das Herz stehen? Miguel ist sattelfest. Wie wichtig ist Miguel? Für Torquato Tasso ist er wirklich ganz wichtig. Er hat ihn ja früher auch immer geritten. Dann hat er einen schweren Unfall gehabt, war lange Zeit nicht da gewesen. Wir konnten es gut kompensieren, aber er kennt ihn wirklich bestens und er würde merken, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und beiden kommen sehr gut miteinander zurecht. Der ist nicht ganz einfach. Ja, einfach. Er hat Lebensfreude. Ja, ne? Normal geht ja immer, sagt Miguel. Ne? Also der ist schon, wenn er nicht beschäftigt ist ausreichend, dann zeigt er das auch. Ne? Ja, ist aber auch jetzt eine Jahreszeit. Er ist gut in Form und das sieht man ihm auch an. Nach dem Galopp wird es wieder friedlich. Cool down für die Pferde, wieder im Trabring, aber diesmal im Schritt. Eins ist auf jeden Fall klar, für die deutschen Fans ist es am Sonntag die letzte Chance, den hierzulande zu sehen, den Torquato Tasso. Das ist richtig. In Deutschland wird er seinen letzten Start absolvieren und danach dann nur noch als Deckhengst in Deutschland auftreten. Ja. Ja, also der Plan steht, er wird im großen Preis laufen und danach ist das große Ziel natürlich Paris-Longchamp. Genau. Und danach wird wahrscheinlich dann Schluss sein, aber das letzte Wort hat der Besitzer dann nochmal nach dem Rennen in Frankreich. Aber erstmal ist so geplant, dass Frankreich sein letzter Lebensstart sein soll. Der Besitzer hat ja schon einmal entschieden, dass der im Ascot laufen soll. Ich glaube so richtig, ich weiß nicht, ob du es so richtig wolltest, aber jetzt war es ja perfekt eigentlich. Also es war ein super Laufen, er ist Zweiter geworden und es ist ja auch so eine internationale Marke nochmal, die er gesetzt hat. Ja, der Besitzer hatte die Idee schon im Winter gehabt, eigentlich am Ende der letzten Saison schon, dass er unbedingt gerne einmal in Ascot mit ihm laufen möchte. Es gab so ein paar Momente, da waren wir so ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen nach dem ersten Jahresstart, aber nach Hamburg war dann überhaupt gar kein Zweifel mehr dran, dass wir mit ihm nach Ascot fahren. War auch ein tolles Erlebnis. Ja, mega. Es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich hoffe, dass ich nochmal die Möglichkeit bekomme, mit einem anderen Pferd dahin zu fahren, aber das war ein Wow-Erlebnis. Viele Wow-Erlebnisse in einer noch jungen Trainerkarriere. Also du hast ja viel Erfahrung, bist ja schon ewig Assistent gewesen, seit 2 Jahren, aber erst so richtig Trainer hier oder 2,5, fast 3 Jahre. Auf eurer Webseite und bei Facebook und Instagram habt ihr ja, wie hieß es jetzt, der 50. Sieger. Da denkt man, wirklich erst 50 Siege, weil du bist so im Gespräch. Also du hast so viele Gruppesieger auch dabei. Also das glaubt man fast gar nicht, dass es erst so kurz ist, deine Karriere. Ja, es sind leider erst 50 Siege, das ist richtig. Aber
Ich wurde dann auch daran erinnert, an dem Tag, wo es denn war. Und, aber gut, ich hoffe, dass ich noch die Möglichkeit habe, ein paar Jahre als Trainer weiterarbeiten zu dürfen. Ne, ist ja auch, hängt ja auch mal ein bisschen vom Erfolg ab, ist ja nun mal so. Und ist ja in der Bundesliga nicht anders. Ne? Du hast natürlich diesen Erfolg mit diesen Superpferden, aber du hast ja noch andere Pferde im Stall. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, das in der Balance zu halten. Du musst ja alle Besitzer zufriedenstellen. Ja, auf jeden Fall versuchen, alle Besitzer zufriedenzustellen. Wir versuchen ja, jedem Pferd gerecht zu werden, so also wie jeder andere Trainer das auch tut. Aber ist leider nicht immer so einfach. Ne? Ist überhaupt nicht so einfach als Trainer, oder? Ja gut, aber was ist schon einfach heutzutage? Ne? Es macht Spaß, ist immer wieder eine Herausforderung und es wird nie langweilig in unserem Beruf. Gehen die jetzt als erstes rein? Ja, die gehen noch eine Runde. Eine Runde gehen sie noch, okay. Dann mache ich noch mal ein Bild von den Pferden. Alles klar. Jetzt kommt natürlich die Frage, auf die du auch keinen Bock hast, aber die muss ich dir stellen. Ich sag mal, es ist ja von vornherein kommuniziert worden Anfang der Saison, dass René, wenn Verpflichtungen von seinem Stall da sind, da auch reiten muss. Jetzt ist es natürlich unglücklicherweise so, dass aus seinem Stall ein Starter im Großen Preis von Baden kommt. Das heißt, er kann nicht Torquato Tasso reiten. Das ist richtig. Zum Glück ist es jetzt erst. Wir hatten eigentlich vorher schon immer mal mitgerechnet, dass er vielleicht davor auch nicht reiten kann. Das hat Gott sei Dank immer geklappt. Aber René macht eigentlich nichts anderes als seinen Job. Er geht seinen Verpflichtungen nach, er erfüllt seinen Vertrag und den muss er in dem Sinne für seinen Stall erfüllen. Und das macht er halt. Klar sind wir, haben wir uns da nicht so jetzt gefreut drüber, aber geht weiter. Die Wahl fällt jetzt oder ist gefallen auf Frankie de Tori. Klar, es ist immer allein dieser eine Ritt, den ich jetzt gesehen habe in diesem hochdotierten Handicap mit Trawler Man oder wie hieß er? Das war ja, da sagt man ja, okay, wenn der so reitet, dann ist er auch für Torquato Tasso gut, oder? Wir hatten damals schon überlegt, im Winter, wo das halt aufkam, dass man mit Mendocino diese Route Richtung Arc gehen möchte. Und da hatten wir im Winter schon mal überlegt, und da hatten wir mal aus Spaß gesagt, ja, wen setzen wir dann drauf? Und da hatten wir dann so gesagt, ja, der Tori war eigentlich mehr so aus Spaß gedacht. Und ja, wo es denn jetzt soweit war, da ging es eigentlich ganz schnell. Wir haben eigentlich gar nicht überlegt. Das war ein Anruf und die Zusage kam prompt. Jetzt musst du Frankie de Tori die Order geben. Das ist spannend, ne? Ja, hätte ich auch nicht gerechnet, dass ich das mal in meinem Leben tun darf und freue mich. Wenn Mendocino nicht im Arc läuft, ist dann klar, wer Torquato Tasso reitet? Das wird alles nach dem Großen Preis von Baden besprochen. Also es könnte schon passieren, wenn Frankie das jetzt super macht, dass der dann auch im Arc drauf sitzt? Ich kann dazu gar nichts sagen. Das haben wir mit den Besitzern oder habe ich mit dem Besitzer so besprochen, dass wir das Frankie de Tori ist jetzt erstmal nur für Baden-Baden gebucht und was danach kommt, werden wir sehen. Dieser Japan Cup, der ja auch noch irgendwo hinten dran steht, ist natürlich verlockend, auch als Besitzer, die natürlich jetzt auch viele erfolgreiche Pferde hatten, aber noch nie so eins und ja auch in einem Alter sind, wo man gerne alles mitnimmt, was man kriegen kann. Also der Japan Cup, ist der ganz aus der Welt oder wenn es am Trainer geht, wahrscheinlich schon, ne? Was heißt ganz aus der Welt? Er ist jetzt momentan noch kein Thema, weil wir jetzt erstmal die nächsten zwei Aufgaben für ihn haben und da konzentrieren wir uns drauf, den Preis von Baden und auf Paris. Und wir denken pro Pferd und nicht pro Erfahrung oder pro Kasse oder wie man das auch sagt. In dem Fall denken wir an das Pferd und geplant ist erstmal, dass nach dem Arc-Schluss ist. Jetzt ist das natürlich wirklich, der Erwartungsdruck ist groß.
jetzt im Großen Preis und auch im ARK. Aber da gibt es ja natürlich noch ein paar andere Pferde, die das auch alles gewinnen wollen. Und das ist ja alles schon ein Wunder. Das ist nicht selbstverständlich. Da ist dieses Rennen in Esket doch schon mal gut, weil er auf jeden Fall in dieser Saison schon so eine neue Marke gesetzt hat. Also dass man, also für dich ist das doch wahrscheinlich schon mal so, dass nach dem Motto, da habe ich schon mal geliefert mit dem Pferd. Nicht ich habe geliefert, das Pferd hat geliefert oder wir zusammen. Das war eine unglaubliche Leistung gewesen und ich denke mal, das sollte auch vielen Skeptikern oder Kritikern gezeigt haben, dass es letztes Jahr im ARK keine Eintagsfliege gewesen war und dass er auch auf für ihn nicht unbedingt so passendes Geläuf so eine Leistung abrufen kann oder es getan hat. Und ich sagte ja vorhin schon, ich glaube, er muss niemand mehr was beweisen. Der Boden, du hast es schon angesprochen, das ist natürlich jetzt bei diesen Witterungsverhältnissen nicht gerade das, was für ihn gut ist. Er kann guten Boden, das zeigt er ja, aber er mag noch lieber weichen Boden. Er kann jeden Boden, er kann den weichen Boden oder schweren Boden einfach nur besser. Das Training ist zu Ende. Marcel Weiß nimmt seinen Schützling höchstpersönlich in Empfang und der kann dann auf einmal sogar ganz lieb sein. Ja, vorhin hat er eine kleine Tanzeinlage eingelegt, ne? Ja. Was war's? Vorgeschmack, was er sonst noch drauf hat. Ja, es war ein Vogel, glaube ich, der ihn gestört hat, ne? Ja. Man weiß es manchmal nicht. Aber Marcel war eigentlich relativ gelassen, weil er sagt, der Miguel kennt den. Der weiß, was da passieren kann. Ach, das war noch harmlos, was er gemacht hat. Also das macht er beim Training dann auch öfter mal. Ja. Und auf der Rennbahn ist es aber anders. Da ist er voll fokussiert. Ja, das stimmt. Das ist wirklich. Auf der Rennbahn übernimmt er sich so gut. Gut, er hat natürlich immer zwei Führer auch. Was besser ist, dass er ein bisschen begrenzt ist. Das wird er uns auch mal zur Showanlage zeigen. Was fehlt noch? Natürlich die Dusche. So, das sind die kostbaren Beine von Torquato Tasso. Trainer Marcel Weiß und sein ständiger Arbeitsleiter Miguel Lopez. So. Einmal wenden. 3,6 Millionen hat dieses Pferd eingaloppiert. Es fehlen nur noch 150.000 Euro, um das erfolgreichste deutsche Sportpferd aller Zeiten, Dame Dream, nämlich einzuholen. Es geht für Torquato Tasso zurück in den Stall. So, jetzt kriegt er was zu fressen. Ja, so zwei, drei Möhrchen. Reiten. Also die Pferde kriegen hier eine Pflege und eine Betreuung. Das ist schon... Maniküre, Pediküre, nein. Wie erzählst du Menschen, die das Pferd nicht kennen, was du da für ein besonderes Pferd in der Arbeit reitest? Ja gut, das ist natürlich das Schnellste in der Morgenarbeit. Und auch der Speziellste. Wie du ja gesehen hast, der springt rum und alles. Ja, sehr starken Charakter. Ja. Aber auch mal so für Laien, was für ein besonderes Pferd das ist, was für eine Leistung der gebracht hat. Das gibt's ja, wie viele Pferde gibt es in Deutschland von so einer Klasse? Also in all den 200 Jahren nicht viele, ne? Ja, nee, er ist natürlich schon sehr gut. Auch in den Galops, wenn man den schön aufwarten und dann schön hinschicken kann und wie der los antritt, das ist Wahnsinn. Ja, macht natürlich schon Spaß. So ein Pferd jeden Tag zu reiten. Ja. Ja, Marcel, das sind ja die täglichen Bestechungsmöhre, ne? Für deinen Top-Galopper. Ja, Bestechungsmöhren nicht, aber er kriegt immer seine Bonbons, das weiß ich. Nachschub. Wie viel frisst du davon am Tag? Ich sag mal 2 Kilo mindestens, ne?
Aber es sind hoffentlich gute Bio-Möhren. Ja, wir kriegen zweimal die Woche frische Möhren und wir haben sehr guten Lieferanten. Wir haben wirklich immer gute Qualität. Sollten die Möhren mal ausgehen, Supermarkt ist nicht weit von hier, da gibt es exzellente Möhren. Also das ist ein Teil des Erfolgsrezeptes, dass der viel, viel Möhren kriegt. Die anderen Pferde kriegen auch Möhren und jeder Arbeitsreiter oder jeder Angestellte bei uns versorgt seine Lieblinge mit Möhren. Also da wird es uns nie dran scheitern. Aber die 2 Kilo kriegt, glaube ich, nur einer, ne? Ja. Also ein bisschen Pascha ist er schon, also eine Sonderrolle hat er hier im Stall. Ja, die hat er auf jeden Fall. Hat er sich aber auch verdient, müssen wir ja nun wirklich mal zugeben. Ein ganz besonderes Geschenk, dieses Pferd? Auf jeden Fall. Also ich glaube, so ein Pferd hat man in seiner Karriere als Trainer, glaube ich, vielleicht nur einmal oder alle 10, 20 Jahre. Aber ich bin sicher, so ein Pferd wie ihn, glaube ich, hat man nur einmal. Und das war eines wirklich der ersten Pferde, die du rausgebracht hast. Das war dein zweites Pferd, was du auf der Rennbahn überhaupt gesattelt hast. Ja, hätte mir das damals jemand gesagt, was dieses Pferd mal für eine Karriere hinlegen wird, hätte ich sofort unterschrieben. Er hat so ein bisschen was, auch wie so ein junger Hund, die immer so betteln und Aufmerksamkeit brauchen und so, ne? Ja, er genießt das aber auch. Man merkt es ja auch auf der Rennbahn. Ich sag mal, wenn hier 5 Fotografen stehen würden draußen, dann würde er von Weitem schon komisch gucken. Auf der Rennbahn stört ihn das überhaupt nicht. Er genießt das richtig. Ne? Er braucht seine Aufmerksamkeit und er genießt das richtig. Ja. Das heißt, du bist ja, als Trainer bist du ja auf jeden Fall schon mal Meister. Das ist ja ein Beruf, den man erlernen muss. Sonst darf man ja so kostbare Pferde auch nicht trainieren. Aber das ist schon dein Meisterstück. Gleich eines deiner ersten Pferde, ne? Ja, das hast du gut ausgedrückt, das stimmt. Aber man braucht aber auch immer auch die Pferde dazu, die so eine Leistung abliefern. Und wir alle zusammen, das ganze Team vom Stall Diana, wir haben, sage ich mal, haben es über die ganzen Jahre im Rennstall gut geschafft, ihn auch immer zu den Starts, wo wir ihn geplant hatten, zu starten, auch an den Start zu bekommen. Und ist toi 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 auch immer alles nach Plan gelaufen. Und jeder hat seinen Anteil daran. Unsere Top-Rennen der Woche. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine beiden Wettexperten, Christian Jungfleisch in Querschnitt. Hallo Christian. Hallo zusammen. Und Andreas Sauren in Brühl. Hallo. Ja, hallo alle. Und natürlich sage ich auch nochmal hallo zu Marcel Weiß, jetzt in Baden-Baden. Hallo Marcel. Hallo zusammen. Wir haben dich ja schon ausführlich gesehen mit deinem Torquator-Tasse und in deinem Stall. Jetzt wollen wir über die Rennen reden, denn jetzt erst wissen wir, wer die Gegner sind. Und heute hat sich gezeigt, dass Torquator-Tasse, ich greife da schon mal ein bisschen vor, nur noch 3 Gegner haben wird. Ja, heute im Laufe des Tages ist bekannt geworden, dass noch ein Starter weniger sein wird. Adakan ist verkauft worden, wird also am Sonntag auch nicht Starter sein. Relativ kleines Feld geworden. Ob das jetzt gut ist, mag ich zu bezweifeln. Ja, das ist, ich denke mal, der Hauptgegner ist ja immer noch da. Über das Rennen reden wir dann aber gleich noch. Wie ist sonst so die Stimmung in Baden-Baden? Du bist auf dem Auktionsgelände, du guckst dir die Pferde an. Ist da schon was los gewesen heute am Donnerstag? Ja, es ist sehr viele Besucher und ich sehe hier manche Pferde wirklich 10, 20 Mal hintereinander rausgehen. Also ist wirklich gut besucht und ich denke mal, morgen wird es brechend voll werden. Auch viele Interessenten aus dem Ausland da? Ja, also ich habe heute schon sehr viele gesehen, normalerweise am Auktionstag selber immer, aber heute sind auch schon sehr viele da. Du stehst ein bisschen im Wind, Marcel, guck mal, ob da vielleicht das nicht so aufs Mikro schlägt, das wäre ganz gut. Ja, hoffen wir mal, dass nicht zu viele deutsche Pferde ins Ausland gehen, das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit den zu kleinen Starterfeldern. Und du willst ja auch die Pferde in deinen Stall kriegen. Ja, natürlich, man hat sich schon so ein paar Pferde rausgesucht, aber ob man dann die Pferde auch bekommt, das werden wir morgen sehen. Wie lang ist denn deine Shotliste? Ja, ich habe schon 2, 3 Kandidaten, die ich gerne haben wollen würde, aber wie gesagt, die kosten natürlich auch ein bisschen Geld und müssen wir abwarten, inwieweit derjenige bereit ist oder wie viel derjenige bereit ist, auszugeben.
Gut, schauen wir mal. Habt ihr noch Fragen jetzt zum Thema Auktion an den Marcel oder wollt ihr gleich durchstarten mit den Wetten? Wir können, glaube ich, direkt mit den Wetten loslegen, mit den Rennen, oder? Ja, ja, okay. Auch. Dann machen wir das chronologisch und dann bist du, glaube ich, im ersten Black-Type-Rennen gar nicht dabei, Marcel. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, dann Andreas, stell du das doch mal vor, um welches Rennen geht's und schilder mal ganz kurz die Situation. 11 Starter haben wir da immerhin. Ja, das ist ein Listenrennen für ausschließlich dreijährige Stuten über 1400 Meter. 11 Starter, einige französische Gäste. Wenn wir uns den RaceBets-Wettmarkt anschauen, dann ist die China aus dem Schirgenstall doch einigermaßen deutlich favorisiert mit Quote 3,25. Und dann kommen im Wettmarkt drei französische Gäste, Loch Landy, Everest Rose und Copie. Alle anderen stehen dann schon zu zweistelligen Quoten oder höher. Bei die China bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man die für relativ kurze Quote wetten muss. Sie hat ihre Bestform in den 1000 Guinness gezeigt, hatte sie aber auch ein optimales Rennen an der Innenseite. Dafür eine anspruchsvolle Marke bekommen, 92,5 Kilo. Ob die die tatsächlich kann, die Rennen danach, die waren so nicht schlecht, aber das muss nicht unbedingt reichen, um dieses Rennen zu gewinnen. Mein Tipp in dem Rennen ist deshalb die Stute aus dem Pantalstall, Everest Rose. Die kann solide 86, 87 Kilo, hat den vorletzten Start gewonnen, läuft in Frankreich halt so in Listenebene, bessere Altersgewichtsebene. Und ich glaube, die Form könnte hier schon reichen. Die kann auf jeden Fall weichen Boden, falls es regnen sollte am Samstag. Also mein Tipp in dem Rennen, Everest Rose. Okay, da hast du dich ja schnell festgelegt. Marcel, bevor ich jetzt gleich zu Christian komme, hast du dir das Rennen mal so ein bisschen angeguckt? Hast du da so einen Hinweis für uns? Nein, ich schließe mich eigentlich dem an und würde aber das Pferd von Herrn Schürgen auf keinen Fall außen vor lassen. Der Stall von Herrn Schürgen hat momentan eine Riesenform und das könnte die Hauptgegnerin sein. Ne? Ja, Christian, was sagst du denn? Ja, es gibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Der Andreas hat es ja auch kurz und schmerzlos gemacht mit seiner Auswahl. Ich meine, die China scheint die einzige deutsche Stute zu sein, die hier gewinnen kann, wenn man das so sich anschaut, ehrlich gesagt. Loch Landy, muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, die war ja zweite in Hannover. Das war aber damals noch für irische Interessen oder englische Interessen. Die hat jetzt den Stall gewechselt und Besitzer gewechselt, war dann in Frankreich letzter, also bin ich mir so ein bisschen unsicher. Everest Rose, besonders die vorletzte Form, gefällt mir gut, habe ich gesehen, da hat sie schön gewonnen. Das letzte Rennen war ein bisschen unglücklicher Rennverlauf, aber ich hoffe ganz einfach, dass die China gut genug ist, um diese hier alle in Schach zu halten. Und die Form, wie Marcel Weiß gerade gesagt hat, ist ja wirklich gut. Die China war halt so, das letzte Rennen habe ich mir auch angeschaut, im Hoppegarten 1200 Meter. Da sah es fast so aus, als wenn sie 100 Meter kürzer gebraucht hätte. Da ging sie nämlich viel vorne mit. Und heute geht es jetzt nochmal 200 Meter weiter. Aber gut, da wurde es ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr rausgeschickt. In den Gruppe 2, als sie dritte war, wurde sie auch mehr auf Warten geritten. Also das ist schon gut möglich. Also ich hoffe so ein bisschen, dass die China hier die Fahnen hochhalten kann, obwohl die Quote natürlich jetzt nicht so verlockend ist. Ja, zum Trainer, Marcel, wenn man das so sieht, der hat ja am Mittwoch, der Peter Schürgen, zwei Comeback-Pferde gehabt, die beide aber so überragend gewonnen haben. Also der hat sich viel Zeit gelassen mit denen. Geduld ist eine Tugend bei euch Galoppertrainern, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da muss man Herrn Schürgen auch ein großes Kompliment aussprechen, wie er den Tennis wirklich wieder auf die Bahn gebracht hat. Also das war schon... Du stehst wieder sehr im Wind. Kannst du mal gucken, dass das vielleicht... So. Das ist überall bin ich im Bad. Vielleicht gehst du mal ein bisschen an so eine Box ran. Kannst gerne auch mal so ein Pferd uns zeigen, der dir gefällt. Dann, dann stören wir die Interessenten. Das macht jetzt mal gar nichts. Vielleicht treiben wir ja den Kurs ein bisschen nach oben von den Pferden, wenn wir das zeigen. Aber du stehst nur von der gelben Wand. Das ist auch okay. Karl-Dieters Lieblingsfarbe, muss immer gelb sein alles. Ne? Ist ja auch dein Chef, ne? Also der Chef der Baden-Baden-Auktionsgesellschaft ist ja auch dein Mitchef. Richtig, auf jeden Fall. Ja.
Okay, also jetzt hört es sich ein bisschen besser an. Ja, also wir haben den Trainer gelobt, Peter Schürgen, der Tünnis, aber auch Nobel Heidi, die hatte sogar noch länger Pause als Tünnis, 13 Monate, also in bester Form wieder präsentiert hat. Jetzt gucken wir zum nächsten Gruppe oder jetzt zum ersten Grupperennen, das wir besprechen. Da ist jetzt auch eine Starterin von dir dabei. Die hat, die ist aktuell gelaufen, nämlich im Henkelpreis der Diana. Genau, das ist Namada und sie ist für ihre Verhältnisse gut gelaufen in der Diana. Wir mussten aus der inneren Startbox sehr offensiv mitgehen, weil an dem Tag war der Boden auch schnell gewesen und die Siegerin ging ja auch Startziel und da mussten wir mit der Offensivtaktik gehen. Und am Samstag habe ich gehört, es soll sogar noch ordentlich Niederschläge hier im Baden geben und ich denke, dass das Namada zugute kommt. Also Adlerflüge mögen weichen Boden und ob es jetzt für einen Sieg reicht, möchte ich nicht sagen, aber ich denke, sie wird sich gut aus der Affäre ziehen. Adlerflüge mögen weichen Boden. Ja, Vögelchen, ich höre dir trapsen. Passt ja auch für jemand anderen. Ne? Okay, Christian, fang du mal an mit deiner Analyse zu diesem Rennen. Ja, also es sind 7 Stuten gehen da an den Start und die Favoritengruppe ist eigentlich eher die älteren Pferde. Amazing Grace ist stark gewettet als 4-Jährige, die ja zuletzt in München auf dem Gruppe 1-Ebene Zweite war. Und India, die ja dieses Jahr eine tolle Serie hingelegt hat, ist im Moment die klare Favoritin mit 2,3 am Wettmarkt. Und die hat auch zuletzt in Hoppegarten sehr imponierend gewonnen. Und ist ja meine auch Katze stand gerade auf der Tastatur. Ist ja auch eine Adlerflug-Tochter. Und der wird das Wetter sicherlich auch entgegenkommen und der Boden. Und ihre Form ist halt einfach beeindruckend. Ich meine, zuletzt hat sie sehr überlegen gewonnen. Der Zweite hat diese Form nicht wirklich bestätigt. Aber sie war ja auch gar nicht mehr zu sehen vom Zweiten. Sie war ja so weit weg vom Zweiten. Also ich bin da schon ein bisschen der Meinung, dass India da eine sehr große Chance hat. Und mir ist auch aufgefallen, im Wettmarkt, also vor 1-2 Tagen, als die Kurse rauskamen, da war India und Amazing Grace waren noch sehr nah beisammen mit den Kursen. Da kam sehr viel Geld auf India. Da ist also viel Vertrauen da. Und ich denke, die India, die macht das. Die Nachtrose hat mich in der Diana ein bisschen enttäuscht. Die ist auch noch angewettet mit 4,5. Da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber ich denke, für die Überraschung ist dann das Pferd von unserem Gast heute, Namada, sicherlich nicht uninteressant. Das ist ein kleineres Feld. Die hat bestimmt auch ein bisschen besseres Rennen. Und ich denke, vielleicht kann die es hier dann wirklich in die Platzierung schaffen. Hier haben wir den Wettmarkt. Ich hoffe, ihr seht ihn auch. Ja. Ja, also in India die Favoritin 2,3, Amazing Race, die beiden, du hast sie genannt. Deine Namada, Marcel, nur 10-1. Trotzdem ein gutes Ding zum Tippen, oder was meinst du? Platz 3,25. Ja, eine Platzchance würde ich ihr auf jeden Fall geben, aufgrund der Wettervorhersage, die auch hoffentlich auch kommt. Und wie gesagt, India und Amazing Race sind wirklich die beiden zu schlagenden Pferde. Und sollte unter normalen Umständen auch so sein, dass die beiden das Rennen unter sich ausmachen, weil India ist noch, glaube ich, eine Menge Luft nach oben. Die Art und Weise, wie sie gewonnen hat, auch wenn der Zweite das nicht bestätigt hat, das hast du ja eben schon gesagt, aber ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Und es wird, denke ich mal, Samstag auch viel davon abhängen, wenn die Niederschläge kommen, wer am besten mit dem Boden umgehen kann. Okay, Marcel, dann bist du schon wieder irgendwie im Wind. Nein, hier ist gar kein Wind. Nee, ist gar kein Wind. Dann ist die Verbindung vielleicht mal nicht ganz so gut. Aber damit leben wir jetzt mal. Andreas. Ja, vieles ist schon gesagt worden. Bei India will ich vielleicht noch anfügen, das letzte Rennen. Das war für mich so ein ziemlich falsches Rennen. Da ist dieser Victoria Storm, hat so schnelles Tempo gemacht, ist auch nachher daran gescheitert, dass das vielleicht nicht so ganz reell ist. Trotzdem hat die Stute natürlich makellose Form dieses Jahr. 4 Starts, 4 Siege. Ich habe sie ja auch bei den letzten 2 Starts hier getippt. Kann natürlich jetzt schlecht wechseln. Bleibe auch bei India. Adlerboden müsste. Da war eben ein kleiner Break drin. Sag nochmal. Also India von Adlerflug, der Boden müsste
sollte vielleicht weich werden am Samstag. Ich habe so gesehen 50-60% Regenwahrscheinlichkeit Samstagmorgen. Bei Amazing Grace ein kleines Fragezeichen, die Distanz, die ist bis jetzt noch nie auf 2400 Meter gelaufen. Ich sehe das aber relativ eng zwischen den beiden Pferden, aber ich bleibe bei India, habe zweimal Geld verdient mit der in den letzten beiden Starts und möchte das jetzt auch wieder. Ob 2,3 eine Quote ist, auf die man anspringen muss oder besser zu Brandtotowett, das sei dahingestellt. Und die Namada, was sagt dazu der? Ist immer ein bisschen schwierig, wenn der Trainer mithört. Ja, wie gesagt, wenn der Boden wirklich weich ist als Adlerflugtote, hat sie natürlich sicherlich eine Chance. Ansonsten schätze ich eigentlich doch Nachtrose von den Dreijährigen als das stärkste Pferd ein. Auch wenn ich es genauso wie Christian nicht so sehe, dass sie vielleicht nicht ganz so gut ist wie Amazing Grace oder India. Aber wenn man jetzt dann die Quoten sieht, Nachtrose und Namada, die waren dann Diana, die eine war fünfte, die andere war sechste. Namada gibt es mehr als das Doppelte. Ja. Da muss man rein daher nicht lange überlegen. Ne? Das will ich nicht mal sagen, aber ja. Es gibt halt leider nur für Sieg Platz, gibt es leider nur zwei Plätze, ja, es laufen ja nur sieben. Das ist leider dieses Mal in Baden-Baden in vielen Rennen der Fall. Das ist natürlich für die Wetter ein bisschen schwieriger, ne? Aber klar. Ansonsten, wenn man ein bisschen Risiko gehen will, man kann ja eine Dreierwette probieren, ne? Namada 2-3, so irgendwas. Ja. Da würde ich auf jeden Fall Namada aufgrund der Quote Nachtrose vorziehen, weil das stimmt das Verhältnis nicht, ne? Ja. Wunderbar, dann haben wir den Samstag. Marcel, was sagt dir denn der Boden so? Du bist sicherlich auch schon mal auf der Bahn unterwegs gewesen jetzt. Nein, jetzt noch nicht, weil ich aktuell nur auf der Auktion unterwegs bin. Vielleicht schaffe ich es nachher noch und wenn nicht, dann morgen früh. Aber man hat ja gesehen gestern, dass die meisten Rennen alle an der Außenseite oder fast alle entschieden wurden. Und ich denke mal, warum soll das am Wochenende anders werden, wenn Niederschläge noch kommen? Ja. Also ein kleiner Hinweis, aber die Jockeys, die brauchen den nicht, die wissen das sowieso schon. Richtig. Kommen wir zum Sonntag. Da haben wir zwei Grupperennen. Der große Preis kommt erst danach. Jetzt musst du ein bisschen zuhören, Marcel. Du kannst auch dir nochmal 5 Minuten ein paar Pferdchen angucken. Kannst uns auch gerne mitnehmen. Also geh ruhig mal ein bisschen rum, dann sehen wir noch ein bisschen was von dir. Und wir reden über das Brunner-Oettingen-Rennen, Gruppe 2 am Sonntag. Rennen Nummer 7 auf der Karte. Ja, ein Gruppe-2-Rennen über die Meile, 70.000 Euro die Dotierung. Das ist das 7. Rennen am Sonntag. Um 14.45 Uhr wird es gelaufen. Ein französischer Gast, der im Wettmarkt vorne steht. Das ist Hurricane Dream. Vielleicht kannst du den Wettmarkt mal einspielen. Ja, ich mache das jetzt gerade mal auf. Bildschirm freigeben. Und dann sieht man den hoffentlich. Moment, freigeben. Und dann müsste man ihn sehen. Da ist er. Ja. Genau. Also Hurricane Dream, Favorit. Absolut nachvollziehbar. Das ist ein grundsolides Gruppepferd aus Frankreich. Von der Distanz her ist er mehr so auf 2000 Meter unterwegs. Ich habe mir aber gerade eben noch mal die vorletzte Form, da ist er auf 1600 Meter gelaufen. Die war auch sehr anständig. Da hat er an der Innenseite noch nicht mal so richtig viel Platz gehabt, konnte sich nicht ganz frei entfalten. Schön auf den dritten Platz gelaufen. Was auffällt, ist, dass er eine Pause hat seit Mitte Juni, also jetzt ja, knapp 3 Monate. Das hat ihn aber letztes Jahr auch nicht gestört. Da hat er sogar bis Anfang Oktober Pause gehabt und hat gleich gewonnen. Hurricane Dream ist schon ein ganz ernster Gegner für alle deutschen Pferde. Und zu den deutschen Pferden sagt der Christian vielleicht was. Ja, ist eine kurze Frage noch, hätte ich noch zu Hurricane Dream, wenn du sagst, mir ist mal aufgefallen, wenn ich mir das Pferd so betrachte, der hat aber ab und zu mal so Aussetzer, ne? wo er erschreckend schwach läuft, sage ich mal so. Ne? Und du hast gesagt, du hast dir das vorletzte Rennen angeschaut. Ich habe mir auch die letzten Rennen angeschaut. Das vorletzte Rennen, wo er eigentlich das erste Mal so wirklich 1600 Meter gelaufen ist, es wurde sehr schnell gelaufen. Ne? Da ist Mythico vorne gegangen. Mhm. Beim letzten Rennen, 2000 Meter, wo er Zweiter war, hatte ich so den Eindruck gehabt, er braucht jeden Meter. Ja, wie gesagt, er ist mehr auf 2000 Meter gelaufen, aber
Du hast ja das 1600-Meter-Rennen gesehen, also richtig frei entfallen konnte sich an der Innenseite und er war nicht weit geschlagen. Das, das habe ich gesehen, da war alles so zusammengeknuppelt und so. Er ist auch schön durch die Lücke gegangen. Ich meine, er ist natürlich schon, wenn er die Bestform abrufen kann, ist er da mit dabei. Aber mir ist halt aufgefallen, dass er ab und zu so Aussätze hat, wo er unerklärlich schwach läuft, obwohl man nichts im Rennen oder so erkennen kann. Deswegen hast du doch sicherlich ein anderes Pferd für uns, Christian. Ja gut, das ist interessant, wenn man sich mal das anguckt. Mir hat so ein bisschen das Referenzrennen aus Düsseldorf, wo da Panko, Kalif und Best Lightning gelaufen sind. Vielleicht können wir uns das mal angucken. Ja, das wäre vielleicht interessant, das kann man sich also mal angucken. Das Fritz-Henkel-Stiftung-Rennen meinst du, genau, ja? Genau, und man muss vielleicht dazu noch sagen, bevor man sich das Rennen anguckt, dass die Gewichtsverhältnisse am Sonntag ganz anders sind als bei diesem Rennen. Ne? Also Best Lightning hat in Düsseldorf 6 Kilo mehr getragen als Kalif und 5 Kilo mehr getragen als Dapango. Das sind jetzt nur noch jeweils 3 Kilo. Und Kalif und Dapango tragen jetzt das gleiche Gewicht, während in Düsseldorf Dapango 1 Kilo mehr getragen hat als Kalif. Und wenn man sich, wir sehen ja gleich das Rennen, da kann jetzt jeder mal drüber nachdenken, ob das vielleicht nicht das Ganze ein bisschen durcheinander wirbeln kann, die neuen Gewichtsverhältnisse. Dann ist Andreas jetzt mal gleich der Kommentator. Nennen mal ganz kurz die Rennfahrer, damit die Leute sich orientieren können. Sie sind jetzt gleich eingangs dem Zielbogen, wenn ich loslege. Okay. Moment. So. Und dann muss ich gleich nur noch starten. Seht ihr das groß oder muss ich es groß machen? Vielleicht kommentierst du es, Christian, weil ich habe mir das Rennen nicht angeguckt. Ja, also da Pango geht vorn und neben ihm greift jetzt schon Best Lightning an mit dem roten Dress, mit der roten Kappe. Und ganz außen kommt der spätere Sieger, selbst Joy, der mittlerweile ja verkauft wurde. Und hinter ihm in dem rote Ärmel weiß, das ist Kalif. Mhm. So, man sieht es jetzt hier, selbst Joy geht relativ leicht vorbei. Da Pango kämpft hier noch, wird knapp abgefangen noch für den zweiten Platz und Best Lightning war nicht weit hinten dran. Ne? Mhm. Und da Pango ging eigentlich die ganze Zeit vorne. Best Lightning hat ihn relativ schon angegriffen. Also sie haben sich da vielleicht sogar ein bisschen aufgerieben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man den da Pango ein bisschen mehr zurückhalten kann, dass er nicht so vorne geht und nicht so früh sich da aufreiben muss, sehe ich für den eine große Chance. Obwohl ich diesen Best Lightning unter den neuen Gewichtsbedingungen und vor allen Dingen, weil er im Frühjahr in Baden gewonnen hat, möchte ich den Best Lightning hier nicht so abschreiben. Ne? Und vor allen Dingen, hier gibt es 3 Platzquoten und die beiden Pferde, auf die ich Mumm habe, da Pango und Best Lightning, wenn man die wettet, bekommt man sein Geld zurück, wenn sie nur platziert sind, weil die Platzquote jeweils über 2 ist. Ja, also Best Lightning wäre für mich auch sicherlich eine interessante Alternative, bei dem kommt sicher noch dazu. Ich glaube, der ist auf weichem Boden besser. Wenn es wirklich regnet am Samstagmorgen, halte ich den auch für ziemlich gefährlich. Also Best Lightning für 8,5 und 2,5 Platz finde ich auch eine interessante Wette. Habt ihr doch eigentlich auch schon so eine schöne Dreierwette genannt, ne? Also die 2, Hurricane Dream, die 1, Best Lightning und die 8, Kalif und naja, die 9, Dapango, muss man auch mitnehmen. Ja gut, Rubaiyat haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Hm. So wirklich vergessen darf man den nicht, obwohl ich der Meinung bin, dass der jetzt nicht mehr so der Siegertyp ist, wie er mal früher war. Seit seiner ungeschlagenen Serie hat er nicht mehr so überzeugt, aber der läuft ja nie schlecht. Egal auf welcher Distanz der läuft ja irgendwie immer mit, von daher wäre es ein bisschen fahrlässig, den aus der Dreierwette rauszulassen. Und Marcel, du bist... Naja, aber ich glaube halt nicht, dass er gewinnt, sage ich mal so. Ne? Und Marcel, du bist für Dapango, damit deine Chefs gute Laune haben? Ja, das sowieso, aber ich muss dem recht geben, was schon gesagt wurde, wenn man den nicht so wahrscheinlich nicht so offensiv reitet, ich glaube, dann wird dann ein ganzes Stück weiterkommen und vielleicht wird das am Sonntag auch passieren. Und der weichere Boden sollte ihm auch entgegenkommen. Wunderbar, dann haben wir das Rennen. Dann kommt das wichtigste Rennen dieses Meetings, leider sehr dezimiert. Ich nenne dieses Rennen jetzt aus gutem Grund nur wetstar.de, großer Preis von Baden. Und sag die Nummer nicht vorweg. Jeder, der TÜV Times auf Facebook verfolgt, weiß warum. Weil nämlich, da kam es zu dieser, oder kommt es zu dieser doch ziemlich irrwitzigen Situation, dass im letzten Jahr der 149. große Preis gelaufen worden ist
Und in diesem Jahr gleich der 152. Das ist ein bisschen komisch. Da gibt es, sage ich mal, verschiedene Zählweisen. Oder der Grund war, dass man in Baden-Baden die Steine mal nachgezählt hat beim Walk of Fame und hat 151 Steine gefunden. Und da hat man gesagt, das kann ja nicht stimmen. Und dann hat man in irgendwelche Listen geguckt. Das Problem ist, Deutscher Galopp hat keine vernünftige Liste. Baden-Galopp hat auch keine. Da hat man wohl bei Galoppsieger geguckt. Das ist natürlich nicht offiziell. Und hat da dann auch mal nachgezählt. Wahrscheinlich hat man da auch geguckt, dass man die Steine verlegt hat. Hat aber nicht den Chefhistoriker des Deutschen Turfs gefragt. Und das ist Harald Siemen. Ich habe den aber gefragt. Und der sagt, ja, ja, da gab es 48, 49 unter französischer Militärherrschaft zwei Rennen, die aber nicht offiziell waren und die nie gezählt haben. Die hat man jetzt aber mitgezählt und ist deshalb auf 151 Sieger gekommen. Die sind auch auf den Steinen verewigt, aber eigentlich gehören die da gar nicht hin, wenn man das mal so richtig sieht. Aber so ist es, Fehler werden gemacht. Es ist gleich ein Doppelfehler oder Dreifachfehler in diesem Fall. Und jetzt kommt es also, wenn man so eine Liste sieht vom großen Preis von Baden, dann wird es da mal so einen Sprung geben, vom 149. zum 152. Vielleicht nicht so wichtig, aber dein Torquato Tasso hat letztes Jahr den 100. Arc gewonnen, hätte jetzt wieder ein Jubiläumsrennen gewinnen können. Das kann er auf jeden Fall nicht, weil es jetzt das 152. ist. Aber wir sagen nur großer Preis dazu. Also, drei Gegner gibt es nur noch. Marcel, was sagst du? Wie ist er erstmal drauf? Ich habe ihn ja Montag gesehen. Da war alles gut. Wann reist er an? Er reist am Samstagnachmittag an. Vorbereitung hat alles sehr gut geklappt auf das Rennen. Abschlussarbeit war sehr gut gewesen und von der Vorbereitung her können wir optimistisch ins Rennen gehen. Aber die Starterzahl mit vier Pferden wird, was für ein Rennverlauf gibt, wird spannend zu sehen sein. Das glaubst du, wie abhängig er vom Rennverlauf ist? Weil in Hamburg, da hat er auch bei einem langsamen Rennen enorm beschleunigt. Das fand ich sehr beeindruckend. Also braucht er wirklich ein ganz schnelles Rennen? Das wird natürlich günstiger sein oder ich denke mal. Nein, er ist jetzt so gereift, dass er wirklich, da haben wir dreijährig immer sehr viel spekuliert drüber. Ja. Oder wurde sehr viel spekuliert. Da war er auch tatsächlich noch sehr grün gewesen, aber er ist jetzt so gereift. Er kann auf jede Situation reagieren und egal was kommt, wir werden auf alles reagieren. Ja, das war auch eure Analyse, glaube ich, damals, ne? Also beim Hansa-Preis, dass ihr dann gesagt habt, so wow, der hat sich ja wirklich nochmal weiterentwickelt, dass er nicht mehr so vom Rennverlauf abhängig ist. Der größte Gegner, Christian, das Kampfschwein, oder? Ja, aber, aber genau der muss jetzt mal beweisen, dass er auch mit sowas klarkommt, ne? Also, ja. Wir müssen das Kampfschwein auch mal beim Namen nennen. Okay, Sam Marco, okay, ja. Nennen wir den Namen. Der muss das jetzt halt beweisen. Also ich denke nicht, dass der schon mal diese Bedingungen vorgefunden hat, wie er sie am Sonntag vorfindet mit diesen vier Pferden und alles. Und ob er muss immer viel gefordert werden, bis er mal anspringt. Das hat man ja öfter schon mal gesehen. Und ja, alle haben gesagt, ah, der ist so stark und alles. Er hat Derby gewonnen. Er hat bis jetzt ja nur einmal nicht gewonnen bei seinen ganzen Starts. Aber München jetzt, Amazing Grace, war damals zweitplatziert. Da trifft er jetzt schon mit auf ein bisschen andere Gegner. Also ich denke, das wird schon ein Sprung von ihm verlangt. Daher bin ich mir nicht so sicher, ob der jetzt wirklich der große Herausforderer. Gut, es laufen ja nur vier, es sind ja nicht viel, sind nicht viel andere da. Ja, aber, das ist so der Wettmarkt, den seht ihr jetzt. Ja. Klar, Torquato Tasso ist natürlich der Favorit und San Marco dann 3,25. Alter Adler 7, Menusino 7,5. Ja, mir fällt das jetzt da schwer, weil ich das nicht so gut einschätzen kann, alles, wie das sich entwickelt. Aber normalerweise, das beste Pferd, da brauchen wir halt nicht mehr drüber zu diskutieren. Das wird schon auch Torquato Tasso sein. Und San Marco muss das in meinen Augen schon, der muss nichts mehr beweisen, aber er muss noch beweisen, dass er so gut ist, dass es auch gegen so einen Gegner was werden kann. Ne? Und ja, Alter Adler, gut, ich vermute mal so ein bisschen, der wird wahrscheinlich vorne gehen, aber der hat jetzt auch wieder noch mal einen neuen Jockey im Sattel und alles, das sind auch so Dinge, die mir jetzt nicht zu 100% gefallen. Aber ja, wir werden es sehen, es ist halt, ich finde es immer traurig, so kleine Felder, auch für die Zuschauer,
für alle möglichen Leute. Auch der Wettumsatz kann ja in so einem Rennen auch nicht so groß sein. Auf jeden Fall wird es ja auch wieder nach Hongkong übertragen. Jetzt gucken wir nur mal, man sieht das ja, einmal Adlerflug, nochmal Adlerflug, nochmal Adlerflug. Ja. Wenn ich immer jetzt die Grand Prix-Rennen sehe und die Pferde und die Sieger, dann ist es unfassbar traurig, dass es diesen Deckhengst nicht mehr gibt. Aber Torquato Tasso soll ja der Nachfolger werden. Nächstes Jahr dann im Gestüt Auenquelle Marcel, als Sohn von Adlerflug. Ja, wovor hast du am meisten Angst in diesem Rennen, Marcel? Ja, Angst habe ich jetzt eigentlich vor nichts. Ich denke, es wird einfach eine taktische Angelegenheit werden und sollte der Boden schwer sein, oder nicht schwer, aber weich sein oder kaputt, geht es natürlich darum, kann ich mir vorstellen, wer an die Außenseite kommt, hat den Vorteil. Andreas? Ich habe noch gar nicht viel gesagt. Also ja, deswegen frage ich dich. Ja. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Torquato Tasso das Rennen verliert. Also wie gesagt, er ist dieses Jahr, habe ich den Eindruck, wesentlich reifer noch als letztes Jahr. Hamburg war beeindruckend. Ascot war eine sehr, sehr gute Form. Ich glaube nicht, dass San Marco ganz die Klasse hat von Torquato Tasso. Alles andere als ein Sieg von Torquato Tasso würde mich überraschen. Da steht normalerweise sicher die Eins dran. Kurz und knapp. Christian, irgendein Widerspruch? Nee, ich kann da nicht widersprechen, weil ich wüsste nicht, wer es sein sollte. Ne? Ich meine, es kann immer mal was sein aus irgendeinem Grund, aber rein von der Form her auf keinen Fall. Du hast das mit den Zuschauern angesprochen und der Stimmung mit diesen kleinen Feldern. Ich war überrascht, das war wirklich, als ich zuletzt in Düsseldorf war, das war das letzte Rennen, ein Altersgewichtsrennen, da waren auch nur noch 3 Pferde und es war eine Stimmung auf der Tribüne, es war unglaublich. Das Schöne war nämlich, dass ein Drittel dieser Tribüne ja den Sieger auf dem Wettschein hatte und deswegen entsprechend gefeiert hat und den Leuten ist es manchmal, glaube ich, egal, ob das so ein großer Gewinn ist. Sie wollen ja einfach nur mal Recht haben und was gewinnen. Ja gut, das stimmt schon, aber ich habe es gesehen, am Mittwoch war ja auch so ein 3-Pferde-Rennen Baden-Baden. Ne? Da war der Umsatz etwas unter 9.000 Euro. Ne? In anderen Rennen, wo 10 gelaufen sind, waren es 50.000. Also das ist schon ein Riesenunterschied und das tut einem dann auch ein bisschen in der Seele weh, ne? Auch für den Veranstalter, der ja viel investiert, ne? Die große Woche und da laufen da 3 Pferde rum, auch im großen Preis. Das ist ein Rennen, das wird vor Jahren, waren da, gut, das ist schon lange her, da liefen auch schon mal 10, 12 oder noch mehr, das, noch länger her, da wird das Rennen geteilt. Das ist noch eben schon, ich weiß nicht genau, wann das war, aber ja, ich muss ehrlich sagen, auch die Goldene Peitsche zum Beispiel, da liefen viele Pferde und solche Rennen finde ich immer viel interessanter, viel spannender. Auch von im Vorfeld schon, da kann man viel mehr spekulieren, dann kann man viel mehr, ja, ich weiß, es ist was ganz anderes in meinen Augen. Aber klar, du hast natürlich recht, wenn nur 3 laufen, ne, da hat jeder Dritte mindestens recht, der gewettet hat. Aber ja, war ja auch nur wie so ein kleines Trostpflaster. Das ja. Problem ist natürlich, dass die guten Pferde verkauft werden. Da kann man die Besitzer auch verstehen, die investieren viel. Ja. Und wenn man die Chance hat, wieder ein bisschen was reinzuholen. Und da, Marcel, das gehört ja auch zu deiner Geschichte mit dazu. Da hast du so wahnsinnig Glück gehabt mit dem Torquato Tasso. Ich erinnere mich, dass Michael André nach dem ersten Mädensieg in Köln, da kamen natürlich sofort die Angebote aus Australien. Das ist ja klar, die gucken nach solchen Rennen, die gucken nach Talenten und dann kommen gleich die Angebote. Da hat er nicht wirklich überlegt, aber er hat es mir erzählt, was die Angebote waren. Und ich habe dann auch wirklich gesagt, die dürfen mir auch so ein Pferd nicht verkaufen, wenn sie da eine Derby-Chance haben, wenn der im Derby laufen kann. Da hast du Glück gehabt, dass die dieses Pferd behalten haben, dass du den noch im Stall hast. Ja, habe ich wahnsinniges Glück gehabt. Oder wir das ganze Team vom Stall, Diana hat Glück gehabt. Angebote waren da. Irgendwas hat ihnen nicht gefallen damals. Entweder war er den Zentimeter zu klein, wie auch immer. Mir war es egal, das Pferd war da geblieben. Und wir konnten eigentlich mit ihm loslegen. Und er hat uns so viele schöne und tolle Momente beschert. Da sind wir so unglaublich dankbar für. Einfach wirklich Glück gehabt und wir sind alle sehr dankbar über dieses Pferd, dass wir es behalten durften und dass er uns so happy gemacht hat. Ja, ich hoffe, er macht uns auch am Sonntag happy. Es werden viele extra wegen ihm kommen, denke ich mal, weil es ist der letzte Start in Deutschland. Das geht auf einmal doch jetzt sehr, sehr schnell. Also da haben wir ja schon am Montag drüber gesprochen. Da muss man jetzt jeden Moment genießen. Ja, ist richtig. Wird schon ein bisschen wehmütig sein für uns alle.
gut, wir dürfen ihn danach nochmal, wenn alles nach Plan läuft, in Paris erleben, wie er nochmal an den Start kommt. Und was danach kommt, wissen wir noch nicht. Eigentlich soll Schluss sein, aber das letzte Wort hat der Besitzer. Wir entscheiden immer zum Wohl des Pferdes. Und sollte es denn in Paris sein letzter Start sein, dann wird er sicherlich gebührend verabschiedet. Und im Gestüt Auenkölle freut man sich schon riesig auf ihn. Und ich denke, wir können uns alle sehr darüber freuen, dass er auch in Deutschland und als Deckhengster halten bleibt. Wir freuen uns drauf. Schöne Abschiedsworte, aber ein bisschen haben wir ihn ja noch. Im Gestüt Auenkölle, da war ich ja mal der Mandy Möhren immer so ganz schön klein geschnitten. Also da ist das Personal angewiesen, klein zu schneiden. Das brauchen die bei Torquato und Tasso nicht. Und bei der Menge, die der immer kriegt, wird das auch richtig viel Arbeit, ne? Naja, das wäre sehr viel Arbeit. Da müsste ich extra einen Angestellten ganzen Tag abstellen, der die Möhren klein schneidet. Und das können wir uns nicht erlauben. Also der kriegt so viel Möhren, wie reinpasst, egal wie groß die sind. Die können nicht groß genug sein. Und der ist so verrückt danach. Also der würde uns, glaube ich, aus der Box schmeißen, wenn wir einmal mit klein geschnittenen Möhren ankommen würden. Das muss ich halt Dieter dann aber noch sagen. Okay, du bist ja noch nicht ganz entlassen. Eine Sache haben wir noch. Jetzt kommt nämlich eine Rubrik, die heißt das Ding der Woche. Und Andreas, du hast es mir schon verraten, was du nimmst, und das hat auch ein bisschen was mit Marcel zu tun. Vielleicht sprecht ihr mal miteinander. Ja, also Ding der Woche, da suchen wir immer eine unsere beste Wette für das Wochenende raus. Ich wusste nicht mal, dass der Marcel Weiß heute Gast ist, ich habe nicht dran gedacht. Auf die Wette bin ich gekommen, als mein Bruder mir am Anfang der Woche eine Mail mit einem vorläufigen Starterfeld von einem Ausgleich 2 aus Baden geschickt hat. Das ist am Samstag das 8. Rennen um 17.45 Uhr. Ausgleich 2 mit nur 7 Startern. Ich habe meinem Bruder geantwortet, du brauchst nicht vom Siegertreppchen träumen. Das Rennen gewinnt Petit Marin. Petit Marin ist natürlich auch aus dem Marcel Weiß Stall. Warum ist er für mich eine sehr, sehr gute Chance? Er ist ja hier in Deutschland zweimal gelaufen, zweimal gewonnen im Ausgleich 3. Sehr, sehr beeindruckend, hoch überlegen gewonnen, hat 5 Kilo Aufgewicht und ist dann nach Frankreich gegangen. Das war ein sehr gut besetztes Altersgewichtsrennen, wo er da gelaufen ist. Und er ist für mich auch komplett entschuldigt. Er war 6 von 7 gewesen. Aber wenn man genau hinschaut, er hatte wirklich einen ordentlichen Knickser eingangs des oder im Schlussbogen, so 500, 600 Meter vorm Ziel. Da ist er fast hingefallen. Dann hat der Jockey ihn ein bisschen in Ruhe gelassen. Er hat sich wieder berappelt und ist dann ganz zum Schluss wieder angezogen. Da war aber vorne war der Zug schon abgefahren. Aber die Pferde, die kurzer Kopf vor ihm waren, die haben anschließend auch in Frankreich Formen bestätigt, die 80 Kilo wert sind. Der müsste also mehr können als 80 Kilo. 75 Kilo werden in dem Rennen für mich verlangt. Also für mich eine sehr, sehr gute Chance. Kleiner Vorbehalt wegen dem Boden. Er ist bis jetzt nur auf gutem Boden gelaufen. Wenn es so richtig weich schwer wird, bin ich mir nicht so ganz so sicher auf der Familie. Aber wir können den Trainer ja mal selber fragen, was er zu Petit Marin meint. Ich glaube, der ist ganz baff, ne? Wie genau ihr da hinguckt, oder? Ja, ich bin eigentlich sehr froh, muss ich sagen, dass das wirklich so haargenau und sehr gut analysiert wurde, weil viele haben das Rennen nicht gesehen in Frankreich und dann gucken viele nur in den Formen nach und sehen nach 6 von 7, naja, was soll das geben in Frankreich? Aber das stimmt wirklich, er ist im Eingangs der Geraden, hat er einen Nicker gemacht und ist wirklich fast zu Boden gegangen. Er ist in ein Loch getreten und der Michael Barcelona hat ihn erstmal in Ruhe gelassen, weil er gedacht hat, er hat sich wehgetan. Gott sei Dank nichts, er hat sich nicht mal vertreten, nicht mal ein warmes Bein gehabt, also wirklich Glück gehabt. Und er hat so eine hohe Meinung trotzdem von dem Pferd gehabt. Er hat danach hat er mich informieren lassen, er würde dieses Pferd, egal wo es in Frankreich läuft, immer wieder gerne reiten, dass er sehr viel Meinung von diesem Pferd hat. Und ich glaube, der hat schon viele gute Pferde in seinem Leben geritten, um das beurteilen zu können. Er war sich sicher nach dem Rennen, er wäre immer vorne 1-2 gewesen. Und so ein Jockey sagt das nicht einfach so. Ja gut, eine hohe Meinung habe ich schon immer von dem Pferd gehabt. Ich möchte ihn natürlich langsam aufbauen, weil die Familie eigentlich wirklich erst im Alter und besser wird und umso spätreifer, umso besser. Er natürlich als einer der wenigen schon dreijährig so eine Erfolge vorweisen kann. Da war selbst der Besitzer auch beeindruckt gewesen. Und
wenn der Boden nicht allzu schwer wird, mache ich mir da keine Sorgen, weil ich habe ihn schon auf schwerer Bahn arbeiten sehen und das hat ihn überhaupt nichts ausgemacht. Er ist ja genauso drüber geflogen wie auf guter Bahn. Ist jetzt erstmal ein Auftritt im Handicap und wenn er mit dem Linkskurs. Du bist ja schon mal aus der Strahl gelaufen, ne? In Deutschland. Nee, ich meine Linkskurs. Ach so, nee, sagst du erster Auftritt im Handicap. Ja, Entschuldigung, ja, im Ausgleich 2 und Linkskurs, so meine ich das. Ja, ja. Erstmal Linkskurs, wenn er damit keine Probleme haben sollte. Dann denke ich schon, dass man ihn im Endkampf wiederfindet und ich denke, dass er nächstes Jahr noch unheimlich Potenzial hat. Wunderbar. So lange haben wir noch nie über ein Ding der Woche geredet, ja. Aber in diesem Fall war es das, glaube ich, wert. Also der wird auf jeden Fall auf irgendeiner Liste von dir landen, Andreas Sauren, wenn der in Frankreich läuft oder so. Du hast das ja auch mal. Ich hatte mir den schon beim letzten Frankreich-Start wegen dieses Knickers da aufgeschrieben, dass die Form viel besser ist als das, was da am Ende steht, 6 von 7. Und insofern habe ich eigentlich nur auf den nächsten Start gewartet von ihm. Ja, da kann ich noch einen Satz dazu sagen. Das Pferd, das da gewonnen hat, Ondulé, ja, die war eben vor noch ein, zwei Stunden Dritte im Listenrennen. Ne? Ja, und hatte nicht mal ein ganz glattes Rennen. Die ja, also das, so ein bisschen, da müsste man normalerweise mit 75 Kilo klarkommen, ne? wenn man das so. Ja, normalerweise. Hat er mindestens 5 Kilo in der Hand, würde ich mal sagen. Aber gut, das wissen die Pferde nicht immer. Ne? Ja. Aber klar. Ja. Wunderbar, bevor du jetzt mit deinem Ding der Woche weitermachst, oder ist das auch ein Pferd von Marcel? Nein, aber ein Pferd von Marcel ist der größte Gegner. Ja, dann Marcel, dann können wir da noch nicht ganz entlassen, dann machen wir das noch kurz. Was ist dein Ding der Woche, Christian? Also mein Ding der Woche ist jetzt Nice Paula im 5. Rennen samstags in Baden-Baden. Also ich hoffe, da wird es vielleicht mal noch einen Heimsieg geben. Ich verfolge diese Stute schon ewig, weil die Mutter, Nice Story, die hat mir immer schon gefallen. Das war so ein witziges Pferd. Damals nämlich Rudi Storb ist damals mit der Mutter nach England gefahren und hat auf der Sandbahn gewonnen und so weiter. Deswegen habe ich die Tochter auch immer ein bisschen verfolgt. Die ist bislang nur ein einziges Mal in Deutschland gelaufen. Das war letztes Jahr in Dresden im Listenrennen. Da war sie vorletzte, aber gar nicht mal so weit weg. Sonst läuft sie immer in Frankreich. War zuletzt Zweite in einem Handicap, hat zwar keine Chance gehabt gegen die Siegerin, aber die Siegerin, die hat noch mehr Potenzial und zuvor war sie 6. und auch nicht wirklich weit geschlagen. Und die hatte ein GRG von 66,5, in Frankreich hat sie 28,5. Das ist jetzt kein Geschenk, aber Hacking Tabé nimmt 3 Kilo Erlaubnis runter und ich denke, die Distanz passt auf jeden Fall. Und die steht hier durch die Erlaubnis, finde ich, günstig im Rennen. Aber Good Lord, muss ich wirklich sagen, der hätte normalerweise das letzte Rennen, denke ich, gewinnen müssen. Oder war sehr unglücklich, formulieren wir es mal so. Der wird schon schwer umzuboxen sein. Aber ich denke, die Nice Paula hat eine schöne Quote. Und deswegen will ich es mal mit der versuchen. Die kann nicht schlechter laufen als mein Tipp von letzter Woche. Marcel, das sind natürlich mal so ein bisschen sentimentale Gründe manchmal bei, bei Christian, wenn es so Pferde aus dem Südwesten betrifft oder so. Ja, was kann denn Good Lord, wo siehst du den denn da? Mit René da im Sattel, also darüber haben wir ja gar nicht gesprochen, aber das haben wir ja am Montag kurz besprochen, der dann ja leider nicht auf der Quarto Tasso sitzt, aber das Thema ist, glaube ich, ja auch ausreichend besprochen. Also Good Lord, Abschlussworte. Ja, erstmal noch vorweg, das Verhältnis zwischen René und mir ist völlig ungetrübt. Also reitet es auch weiterhin der Mann meines Vertrauens. Das hat überhaupt gar keinen Riss ausgemacht. Und jeder kennt die Geschichte und da deswegen weiter geht's. Ja, Good Lord hat in Dresden auch gut analysiert, wirklich einen sehr unglücklichen Rennverlauf gehabt. Da hat mir eigentlich damit gerechnet, dass er dass er die Aufgabe noch mal leicht lösen kann. Der Rennverlauf war etwas gegen ihn, war alles nicht so glücklich gewesen. Und dann hoffen wir, dass er das vielleicht in Baden jetzt ein bisschen korrigieren kann. Wunderbar. Ich glaube, da sind wir jetzt auf der Zielgeraden. Können Marcel verabschieden? Marcel, super, dass du das nochmal mitgemacht hast. Das wäre super. Ich habe noch 5 Minuten Zeit, um in meinem Hotel einzuchecken. Okay. Ja, nicht, dass ich auf der Parkbank schlafen muss. Sonst muss ich im Auto schlafen, genau. Ja, okay, dann mach das mal. Danke, dass du das mitgemacht hast. Du hast viel zu tun in diesen Tagen. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? 3.50 Uhr, wie immer. 3.50 Uhr, ja. Und kein Mittagsschlaf diesmal, ne? Nein. Also, deswegen, danke.
Ich danke euch. Hat mir Spaß gemacht. Ne? Ja. Okay. Hals und Bein. Danke. Ja, Hals und Bein. Danke. Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Bye. Tschüss. Ich verabschiede mich jetzt auch gleich von euch. Wirklich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ziehe mal den Hut vor diesen Trainern, wenn ich sehe, was die für Tage haben. Also 3.15 Uhr hat er gesagt, oder 50, aber das macht ja fast auch 50. Ist früh genug, ja. Das ist wirklich immer wirklich bemerkenswert. Im Alltag ist es das eine, aber die trainieren morgens noch ihre Pferde, gehen dann auf die Autobahn und jetzt morgen die Auktion, der ist ja auch den ganzen Tag unterwegs. Also Hut ab. Da haben wir es manchmal ein bisschen besser. Ich bedanke mich bei euch und ich glaube, in Baden-Baden, ihr beide seid nicht da, oder Andreas, du doch? Nee, ich bin nicht in Baden-Baden. Ja. Aber wir sind ja würdig vertreten. Also Katrin ist auf jeden Fall da, Nika ist da, Ronald war bis heute da, glaube ich. Also der RaceBets-Podcast ist vertreten. Also ciao, ciao, ciao. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende rund um den großen Preis. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Das war's leider schon. Wir wünschen Hals und Bein.